Wunderschönen guten Morgen zusammen. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, ich habe ein neues Shirt und das ist nicht irgendeins, das ist das mexikanische Nationaltrikot. Das habe ich mir davor gekauft für 8.50 Franken. Und das hat einen guten Grund, weil heute spielt Mexiko gegen Deutschland und im Anschluss natürlich der grosse Knüller Schweiz-Brasilien. Und ich habe jetzt in den letzten paar Tagen oder vor 3-4 Tagen habe ich auf Couchsurfing ein Event erstellt. Und zwar, dass wir davor im Restaurant, jetzt eine grosse Leinwand, also mehr oder weniger, dass wir dort einen Match schauen können. Und es haben sich sagenhafte 11 Leute eingeschrieben, die jetzt heute kommen. Wo wir jetzt zusammen den Match schauen. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Leute das wirklich kommen. Und jetzt heisst es einen Daumen drücken auf Mexiko. Das einzige Komische ist, dass jetzt morgen um 9 Uhr ist. Der Match fährt um 10 Uhr an und der Schweizer Match ist um 1 Uhr. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ja, noch, dann haben wir nachher mehr Zeit zum Feiern. Da ist jetzt übrigens Zocalo, also so ein bisschen der Hauptpunkt von dieser Stadt. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie das hier aussieht. Einfach überall die huren Scheissblachen. Man sieht kaum irgendetwas von diesem schönen Platz, weil einfach alles zu ist mit diesen Blachen und mit diesen Zelten. Richtig schade. Und da vorne ist jetzt das Restaurant, wo vielleicht noch nicht mal offen hat. So, Spiel geht los und die 10 Leute sind alle da. Nein, natürlich nicht. Wir sind in Mexiko, kein Schwanz ist da. Außer Darleg, die einzige, die mich nicht im Stich gelassen hat heute. Es sind gleich noch ein paar unterwegs, mal schauen. Aber da haben wir gesehen, da sind schon ein paar Leute da. Mal schauen, vielleicht wechseln wir nachher noch die Location in so eine richtige Sportsbar, wo ein bisschen mehr abgeht als da. Aber jetzt schauen wir zuerst mal die erste Halbzeit. Vamos Mexico! So, mittlerweile sind wir ein bisschen mehr. Jerez, Jesus und Gabriel. Und er lädt natürlich auch. Und ja, die haben es doch noch geschafft. Sind halt ein bisschen später von Mexikanern halt, gell? Dann kann man das nicht übel nehmen. Der Match ist jetzt vorbei und wir gehen jetzt an einen anderen Ort, um Schweiz-Brasilien zu schauen. Hoffentlich, wo etwas mehr los ist. Weil das war eher so ein nobles Restaurant und sie kennen jetzt natürlich so einen besseren Ort. Wobei ich bezweifle, dass es mehr Leute wird haben. Weil Schweiz-Brasilien ist da vermutlich nicht so der Oberknüller. Und es ist jetzt da auch nicht so ein riesen Fest, wie ihr seht, weil Mexiko gewonnen hat. Aber sehr geil war, dass Mexiko jetzt da gegen Deutschland gewonnen hat. Richtig coole Stimmung war. Und jetzt gibt es einen zweiten Streich am heutigen Tag. Die Schweiz gewinnt 2-0. Ich habe schon gesagt, 1-0 für Mexiko vor dem Match. Dort hatte ich schon recht gehabt und ich würde auch das mal recht haben. 2-0 Schweiz, Shaqiri und Chaka. So, wir sind jetzt angekommen. Der Kollege ist noch gefahren da. Und jetzt geht es zum nächsten Ort. Eher so ein bisschen barmässig, wie es aussieht. Und da sind schon die Schweizer! So, ich habe zwar eigentlich nur ein Fischzelt, aber die bestellen munter Sachen für mich. Das erste Mal da. Shrimps mit Avocado. Und jetzt hier noch ein gefüllte. Pardon? El pescado de. Pescado de. Si. Und hier jetzt noch gefüllte Chili mit Fleisch drin. Ja, eigentlich würde es schon lange. Und sie schauen mich alt um. Tschüss! Er kann Deutsch. Ja, ich kann ein bisschen. Bisschen Deutsch. Bisschen Deutsch, ja. Prost! 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 Hopp Schweiz! 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 Hopp Schweiz!
¡Ya valió verga! No, no puedes parar una parada así. ¡Ya voy! ¡Auf Schwitz! ¡Auf Schwitz! ¡Jawohl! ¡Fiesa! ¡Fiesa! ¡No, se salvó! Fue recht knapp gewesen, Gottverdammt. Aber ist gut! Auf Schwitz! Weltmeister! So, wir haben jetzt dort gewechselt. Wir sind jetzt in einer Kantine und wir trinken noch ein Bier. Prost! Esperanza de México. ¿Y es de Ciudad de México? No. ¿Cuál? Bist du, Mr. Todescheine, treue Zeit für alle Tage? Nein! Nein! So, wir sind jetzt in einer Karaoke-Bar, wo kein Karaoke gesungen wird. Und alle recht besoffen. Aber es ist ja Sonntag, von dem her kein Problem. Hey, güero! A huevo, güey! Saludos a Suiza! Suiza, ¿eh? Claro! Así debe ser! Hey, mexicano! Yeah! Hola! Es la primera mucho gusto, mucho gusto, cabrón, mucho gusto! Échale alcohol y mezcal. Bienvenidos a México. Bienvenidos a México. Bienvenidos a Oaxaca. Y bien, cabrón. Espera con las puertas abiertas, cabrón. Que venga a Oaxaca. Que venga a Oaxaca. Oaxaca nos va a recibir la ayuda, chapulines, salsa, todo. No. Ich sehe also, Sie haben recht Applaus in der Kamera. Échale. Tenemos mezcal, chocolate, chapulines. Pavo, talbanza, domingo. ¿Qué más tenemos, güey? Zuerst sind wir mega schüch und wenn nicht reden und machen einen Schnorren zwischen. Mexiko in la onda! Jetzt sind wir Leute! Damien! Über Mexiko, komm damit! Nur ein Schnorr! Die sind alle besoffen hier. Ich bin der einzige Nüchtern. Die sind alle mega voll. Es stört mich richtig, gell? Chingon! Chingon! Amigo! Salud, amigo! Salud, prosch! Prosch! In Mexico, you can find some friends anywhere. No matter if you know people, you will find people who... Blah, blah, blah. En un lugar santo. I didn't say anything about... ¡Vete a la verga, perro! En un lugar santo. Kill your friends. Kill your friends. Kill your friends. Y así es de Oaxaca. Come to Oaxaca and drink mezcal. Sleeping! Schweiz! 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 Brasilien besser ist. Nein, scheiße! Nein, bla bla bla. Okay, neu. Oh, hola. Okay, Brasilien, ja. Aber das sind wir schon einmal gewesen. Brasilien! This is the Casa de Mezcal, the more representative. I need Deutsch speak. Okay, I don't speak. Deutsch. I need to speak. Ja, ich weiss, es ist sehr, sehr schwierig vorstellbar, aber ich konnte das Video nicht mehr beenden an diesem Abend. Ich habe es einfach vergessen.
Und ja, ich hoffe aber, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen amüsant gewesen. Also ich habe das ein oder andere Mal wieder müssen ein bisschen schmunzeln, als ich das Video zusammengeschnitten habe. Und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Freude bereitet. Also, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, dann bin ich vermutlich wieder nüchtern. Und ja, bis dann. Ciao. Auf Fries!